Ey, ich muss echt sagen, die Wartezeiten sind echt extrem momentan. Also als Killer wirklich, wuh, richtig, richtig hart einfach. Wir haben Lethal. Deshalb gönnen wir uns direkt mal den Hit auf dich, Homie. Doch nicht, weil ich bad bin. Ich bin eine Bad Bitch. Und du bist zu gut für mich. Ja, du bist zu gut für mich, ist okay. Ach, komm an, ich war so konzentriert. Oh Mensch. Komm, hau mir die Palette in die Fresse, ist okay. Ja, ganz, ganz schwierige Runde schon. Ich fühle das schon, dass es gar nicht gut läuft. Hä? Sie holt erstmal ein Medkit. Warte, was? Ach komm. Ich habe gar nicht gecheckt, wo sie. Hä? Sie ist einfach am Rand der Map gelaufen. Sie meint es ja richtig ernst. Ich weiß nicht, ob sie lost oder smart ist. Ich weiß es noch nicht. Bin mir wirklich noch unsicher. Ich weiß, dass ich lost bin. Ja, das weiß ich sehr sicher sogar. Oh. Ja, die ist, glaube ich, auch nicht so gut. Aber ich bin halt dümmer. Ja, das könnte ein hartes Game werden. Vor allem, weil ich momentan halt echt bad bin. Ja, das wird wild. Und mit wild meine ich vieles, aber nicht gut. Definitiv nicht gut. Ja. Ja, Leute, da müssen wir wieder lang. Ja, man merkt, ich bin in die Jahre gekommen. Ich bin in die Jahre gekommen mit Blight. Ich bin echt alt geworden. Bin echt alt geworden schon. Bin echt alt geworden schon, leider. Sieht leider gar nicht gut aus. Okay. Ganz ehrlich, nee. Nee, boah. Ich finde Barbecue und Liefel eigentlich auch nicht so gut, aber werden wir wahrscheinlich eh nicht zu sehen bekommen, wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft. Dann halt dich jetzt. Komm, sei du wenigstens lost als ich. Ich bin doch eh so bad mit Blight. Oh, come on. Wirklich. Wow. Einfach wow. 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 Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Es läuft miserabel. Okay. Ach Gott. Ja, wir verlieren alle Trends direkt. Blight ist zwar ein fucking starker Killer, aber er ist halt auch einer der schwersten. Man könnte argumentieren, dass er der schwierigste ist. Würde ich getten. Also Blight und Nurse finde ich am schlimmsten. Ja, komm doch. Oh Gott, zeig's mir. Gib's mir, Baby. Ja, gib's mir. Zeig mir, wie ich keine Chance habe und am Ende wieder campen muss. Gib's mir. Ich will es sehen. Wir haben zu lange keine Camping-Session mehr gehabt. Was? Ach so. Wir spielen auch gegen Walter White. Wir haben gar keine Chance eigentlich. Ja, Leute, Blight ist deprimierend gerade. Blight ist sehr deprimierend. Was macht sie auch hier? Ich verstehe es nicht mal. Wow, drei Chance verloren für den ersten Down. Drei Chance für den ersten Down. Das ist so deprimierend. Das ist so ultra deprimierend. Wow. Ach komm. Ganz ehrlich, gehen wir campen. Leute, die Runde ist verloren. Herzlichen Glückwunsch. Die Runde ist verloren. Wir campen wieder. Ja, also. Wirklich, ich weiß nicht, wie Leute auf die Idee kommen, dass DBD jetzt krass killer-sided ist. Und man als Survivor keine Chance mehr hat. Es ist halt einfach nicht so. Die Chance fliegen schneller als jemals zuvor. Es ist richtig crazy. Wenn du einen Fehltritt machst, oder wie jetzt ich mit Blight mehrere,
Bist du am Arsch? Dann bist du hardcore am Arsch. Dann bist du einfach hardcore am Arsch. Ja, dann bist du sehr, sehr hart am Arsch sogar. Ein Kill ist mein Ziel. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Wow. Gut, die Pellet wollte ich haben. Und die habe ich auch bekommen. Die Frage ist halt jetzt. Ja, das dachte ich mir schon, dass du so ein Fakender bist. Ja, das habe ich so erwartet. Du kleiner Trash Walter White. Du bist nicht wie der geile Walter White. Du bist der Trash Walter White. Okay, komm. Na, Basement ist nicht hier. Achso. Oh, warte, Leute. Sorry. Ich hab vergessen, dass ich ja auch noch unlucky bin. Nicht nur dumm, sondern auch unlucky. Ja, ja, no way out. Ja, geil. Oh, ja, geil. Wandschlagen, so gut. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Ey, ja. Dann machen wir eine Storytime draus. Alles gut, ja? Ich habe Breaking Bad angefangen, schon vor einigen Monaten. Hab die erste Season beendet und die zweite ein bisschen angefangen. Und ja gut, was soll ich großartig dazu sagen? Die erste Season war Trash. Und die erste Hälfte vor allem Trash nicht, aber es war halt nicht so spannend. Es war mediocre, würde ich mal sagen. Und die erste Hälfte von Season 2 fand ich auch nicht so geil. Und nachdem ich diese anderthalb Seasons geguckt habe, da habe ich dann komplett abgebrochen erstmal. Für, ich glaube, so 6-7 Monate, I guess. Und jetzt habe ich vor 2 Wochen angefangen wieder. Ich habe komplett durchgezuckt. Ich bin jetzt in Mitte Season 4. Richtig geil, was da alles abgeht. Ich bin übelst überrascht. Jetzt gerade habe ich wieder so eine kleine Trockenphase eher. Und nee, ich gehe nicht weg. Und jetzt pausiere ich halt gerade momentan wieder ein bisschen. Und ja. Ja, Dude, ist okay. Ist okay, Leute. Ja, ist okay. Ganz verstanden, Homie. Wir haben es verstanden. Ist doch fein. Ist doch fein. Ich use meine Power gar nicht. Ich habe schon aufgegeben, meine Power zu usen. Ich habe es echt schon aufgegeben, meine Power zu usen. Ich sehe das nicht mehr. Ich sehe das nicht mehr. Das sehe ich so wenig. Ja, komm. Du hier. Komm zum Hit. Du hier wirst mitgenommen. Dann tragen wir dich mal hier hin. Hier ist ein guter Spot für dich. Schön. Boah, keine Ahnung, wie wir das jetzt noch überhaupt in den Kill verwickeln sollen. Ganz schwierige Hase gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum gibt es solche Games überhaupt, die so hart sind? Okay. Ist fein. Ist fein. Ich werde gern dazu genötigt, meine Power zu usen und use sie dann falsch. Ja! Komm. Komm. Oh ja! Let's go! Den Kill snag ich mir so hart. Habe ich mir so verdient, habe ich gar nicht verdient. Ich habe so bad gespielt, holy shit. Ich muss echt mehr Blight wieder spielen. Blight ist eigentlich so funny. Aber wenn man halt einmal raus ist, kommt man halt so schwer, finde ich, wieder rein. Ich habe hier eine Zeit lang wirklich sehr viel Blight gespielt, aber seit Monaten jetzt nicht mehr und ich kann gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, für was ich da überhaupt gelernt habe, wie sonst was, wie man den spielt. Bringt sich auf gar nichts mehr. Aber anyways, Leute, ein Kill, ja, ist mega, mega gut, ja. So will ich dich, so will ich dich auf jeden Fall sehen, genau, ich kann nicht mal mehr reden. So will ich das auf jeden Fall sehen, nicht anders. Ein Kill, perfekt, mehr will ich in meinem Leben gar nicht. Ja, und Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr habt ein besseres Blood Game. Das Bild ist nicht so meins, aber gönnt euch halt. Ich bin generell kein Blood-Spieler. Lüll.